Berlin, Bundeshauptstadt, schnell wachsende Metropole und Lebensraum für mehr als 3,5 Millionen Menschen. Hier, aber auch im gesamten Bundesgebiet, ist die Energiewende das größte Modernisierungsvorhaben der Nachkriegsgeschichte. Bei den Berliner Energietagen hatten über 8000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, sich über brandaktuelle Themen in Sachen Energie zu informieren. Die Berliner Energietage, die gibt es ja jetzt schon seit 15 Jahren und mein Ministerium ist auch schon seit einigen Jahren in der Förderung dabei. Und die haben sich in der Tat als eine Art Leitveranstaltung herausgebildet für alle diejenigen, die an Energieeffizienz interessiert sind. Und das werden zum Glück in Deutschland immer mehr. Mit knapp 50 Fachveranstaltungen an drei Tagen und über 270 Referenten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Industrie wurde die Veranstaltung erneut ihrem Ruf als Spitzentreffen der Energie- und Klimabranche gerecht. Auch wenn es um neueste Forschungsergebnisse geht. Es ist für die Forscher sicherlich ein interessantes Forum, weil das Publikum sehr gemischt ist. Da kommen auch mal andere Fragen, die diskutiert werden, als das, was man sozusagen in Fachkonferenzen gewohnt ist. Und ich glaube, das befruchtet beide Seiten gegenseitig. Diese Gelegenheit wird von zahlreichen Experten genutzt. Doch auch die Bürgerinnen und Bürger haben hier die Chance, in direkten Kontakt mit den Akteuren zu treten. Die Berliner Energietage sind immer ein Anker für Energie- und Klimaschutzpolitik, weil sie das politische Wollen mit dem wissenschaftlichen Wissen und dem konkreten Anwenderhandeln verbindet. Wir haben also alle drei Akteure hier beieinander und die können sich auf Veranstaltungen konzentriert miteinander austauschen. Das gibt es in keiner anderen Veranstaltungsreihe. Die Technik für die Energiewende, so eine klare Botschaft der Energietage, ist weitgehend vorhanden. Und auch der Berliner Senat erhöht das Schrittmaß beim Klimaschutz stetig. Dass die Vorhaben bei den CO2-Einsparungen jedoch auch sozialverträglich bleiben, ist dem Berliner Senat besonders wichtig. Gerade in einer Mieterstadt wie Berlin. Das heißt, das, was wir machen bei der Gebäudesanierung oder bei der Umsetzung des neuesten technischen Standards, muss bezahlbar bleiben für die Berlinerinnen und Berliner. Der Umbau auf erneuerbare Energien kommt natürlich auch mittelfristig allen zugute, denn die alten Ressourcen werden knapper und damit auch teurer werden. Der Anteil der regenerativen Energien steigt stetig weiter an. Allein im Stromverbrauch liegt er bereits bei über 25%. Doch es gilt weiterhin, Herausforderungen zu meistern. Gleichzeitig steigen die CO2-Emissionen. Das ist sehr schwer deutlich zu machen, vor allen Dingen, weil Deutschland immer den Eindruck und klare Position bezogen haben, Vorreiter im Klimaschutz zu sein. Also hier muss dringlich weiter gehandelt werden. Die Energiewende wird vielfach auf den Strombereich reduziert. Gerade bei den Berliner Energietagen wurde aber deutlich, dass es um mehr geht. Unbedingt erforderlich ist, dass die Energiewende auch die anderen wichtigen Sektoren, nämlich den Wärmebereich und den Verkehrsbereich, konsequent angeht. Allen Vorbehalten im Detail zum Trotz ist Deutschland auf einem guten Weg. Die differenzierten Diskussionen in den gut besuchten Kongressen und Workshops legen nahe, dass auf vielen Ebenen Fortschritte erzielt werden können. Die Dynamik der letzten Jahre ist viel größer gewesen, als man das gedacht hat. Und ich bin da extrem optimistisch, dass wir das schaffen werden. Es wird ein koordinationsintensives, hochintelligentes, kapitalintensives Energiesystem. Wer das zuerst aufbaut, der kann insbesondere das Systemwissen vermarkten. Und Systemwissen ist das Erfolgsrezept der deutschen Volkswirtschaft. Eine Erfolgsbedingung für die Energiewende ist sicherlich der offene und konstruktive Dialog über Branchengrenzen und ideologische Lager hinweg. Und hierbei helfen die Berliner Energietage jedes Jahr ein kleines bisschen mehr. Applaus